Ich weiß gar nicht, ob man sich mehrere Sachen bauen kann oder verschwindet das andere dann. Die Patty hat sich ja jetzt auch ein neues Haus gebaut. Das ist halt ja auch nicht abgegangen, oder? Ich will das halt mal ausprobieren, ob das klappen würde mit dem Feuer. Mit dem Feuer. Mit dem Baumhaus. Also wie hoch man bauen kann. Oder ob das da irgendwo ein Limit gibt. Wenn man jetzt hier zwischenbaut, könnte man hier theoretisch einfach das alles wegnehmen, macht da sein Feuer hin in der Mitte unten. Und dann müsste das doch nicht nur den Radius abdecken, sondern gegebenenfalls auch die ganze, den ganzen Bereich nach oben. Und später kann man das ja versetzen nach oben. So. Ich nehme den noch weg. Wenn ich jetzt hier theoretisch mein Leuchtfeuer hinsetzen würde, könnte ich da ja auch erstmal die 199 Dings reinmachen. Du kannst so viele Häuser bauen, wie du möchtest. Man muss nur daran denken, die Häuser brauchen Unterhalt. Ja, das stimmt. Aber das finde ich halt auch so krass in dem Game, dass die... Du solltest dies in deiner Umgebung mit entzündlichen andernfalls. Okay, also man kann das hier nicht mittig hinbauen, weil dann... Oder baue ich das hier zwischen den beiden vielleicht. Mal gucken. Ich holz mal hier erstmal ein Stück was ab. Das fand ich zum Beispiel bei Last Oasis. Bei Last Oasis so krass, dass dich der Unterhalt das gekostet hat, was du halt verbaut hast. Sprich, wenn du jetzt Sachen aus Stroh gebaut hast, dann musstest du theoretisch in deine Versorgungskiste auch nur Sachen reinpacken, die halt mit Stroh zu tun hatten. Wenn du dich aber dafür entschieden hast, mit Hartholz oder mit anderen Holzsachen zu bauen, dann musstest du andere Sachen reinpacken in die Versorgungskiste. Und das ist hier so ein bisschen anders tatsächlich. Dadurch, dass du halt nur dieses Leuchtfeuer hast, was du halt unterhalten musst. Ja, da hast du halt auch nur eine bestimmte Anzahl an Slots. Oh Gott, ich bin tot! Oh, fuck. Ja, es war klar. Nein, ich will es hier nicht bauen. Hier ist ein fetter Jaguar. Oh Mann! Ich sollte nicht vor dem wegrennen. Soll ich mal versuchen, gegen ihn zu kämpfen? Dann ist der vielleicht weg. Aber wenn der da jetzt die ganze Zeit immer wieder sein Revier hat... Mann, warum ist der denn da zwischen den Bereichen? Das könnte da so gut aussehen. So eine Kacke. Ein scheiß Arsch. Komm, 500 Meter ist ja nicht so weit weg. Aber wir gehen mal da weiter lang. Da sind wir auch noch in die lang gegangen. Ja, wie viele Jaguare gibt es denn hier drin? Und warum kann ich nur einen Alpaka reiten? Und keinen Jaguar? Das wäre doch mal geil. So ein Jaguar reiten könntest. Aber ich habe auch noch keine Leute hier reiten sehen. Auch die, die Alpakas haben, habe ich hier nicht reiten sehen. Das finde ich halt so ein bisschen komisch. Vielleicht kann man das auch noch nicht. Grimmy Wolf, kannst du schon reiten? Hast du das schon ausprobiert? Den Jaguar schon wieder, Alter. Vielleicht muss hier dazwischen irgendwie bauen.
Die stehen ja auch alle schön in Reih und Glied. Und kannst du noch nicht, okay. Aber hast du schon Lama gefunden? Hier sind Affen. Ich wette, wenn ich denen die Sachen klaue, dann werden die aggressiv. Könnte ich mir vorstellen. Meine Sachen ab. Das ist doch nicht zu fassen. Okay, das ist super gemein in dem Spiel. Das finde ich gemein in dem Spiel, bin ich ganz ehrlich. Das ist ja noch schlimmer als in Ark. Ich habe ihn noch nicht an die größeren Lager getraut. Ja, der Jaguar wird mich safe sehen. Das ist ein klarer Fall für Akte X. Ja! Digga, das ist sowas von unfair, dieses Spiel. Hau mich nicht! Jesus! Ja, ich bin wieder RIP. Ich kann nicht mal meine Sachen so schnell aufnehmen. Das ist asozial in dem Spiel. Das ist wirklich der größte Minuspunkt, finde ich, in dem Game. Dass du dir halt nicht deine Sachen holen kannst, weil die Tiere das abkämpfen. Das ist richtig gemein. So eine Scheiße. Es würde nicht mal was bringen, wenn ich da mit Waffen nochmal hingehen würde. Weil ich halt einfach zu schwach bin für den Jaguar. Und der ist bestimmt noch gar nicht mal. Digga, aber wirklich, ne? Hallo Sporling. Nee, das finde ich, das haben sie wirklich in Paxdai mit am besten gelöst. Dass du, wenn du getötet worden bist und die Gegner da halt einfach deine Sachen abcampen, dass du halt diese Möglichkeit hast, diese Fähigkeit, die Sachen zu ziehen. So können die dir halt dann keinen Schaden zufügen. Und du kommst halt wieder an deinen Loot ran. Und das ist was, was mich in Ark tatsächlich auch schon gestört hat. Wo ich mich in Ark aber damit abgefunden habe, dass ich sagte so, ja, okay, komm, es ist Ark. Die Dinos, wenn die da deine Sachen abcampen, it is. Aber es ist natürlich scheiße, dass genau hier der Jaguar ist, wo ich mein Baumhaus bauen wollte. Oder ich müsste da weiter hingehen, aber das sind bestimmt auch überall Jaguare. Kannst du das Tier nicht weglocken von deiner Leiche? Der ist so schnell und so stark, dass ich einfach instantly wieder sterbe. Schleich mal dahin. Ich habe auch Notfallausrüstung in einer Kiste. Ja, ich könnte mir da bestimmt auch irgendwo noch Sachen und so bauen, aber das will ich nicht. Stell mal vor, wenn ich jetzt noch größere Wege hier langlaufen will, dann müsste ich mir überall Ersatzzeugs hinlegen und so. Das ist ja blöde. Das ist ja blöde. Also man kann verstehen, dass die halt stark sein sollen, die Tiere. Und ich mache jetzt zum Beispiel auch extrem viel Lärm.
Aber der sieht mich halt immer schon direkt. Und wie gesagt, wenn er das halt abcampt, ist das halt super unfair. Weil erstmal kann ich gar nicht so schnell auf E drücken, wo ich das sehe überhaupt, mein Inventar. Und wenn ich das gedrückt habe, dann muss ich auch noch T drücken, damit ich alles in mein Inventar nehme. Das ist halt echt scheiße. Da ist er wieder. Der ist schon wieder vor mir. Der läuft jetzt halt die ganze Zeit da rum. Ich könnte halt jetzt immer wieder 20 Mal hingehen, sterben. 20 Mal hingehen, sterben. 20 Mal hingehen, sterben. Und dann halt mein Loot Stück für Stück nach vorne ziehen. Wie damals in Dark Souls. Einfach nicht sterben. Ah. Weil ich glaube, ich habe auch noch nicht. Ich glaube, man kann das halt auch skillen, ne? Dass man halt nicht gesehen wird oder nicht so schnell gesehen wird. Ich weiß auch nicht, ob es Tarnausrüstung gibt. Guck, da ist die blöde Sau. Hey, eines Tages bumse ich den weg, ich schwöre. Bei allem. Aber der läuft nur bis da. Er läuft halt genau mal die Route da entlang. Seht ihr ihn da? Jetzt dreht er sich da hinten um. Vielleicht kann ich jetzt ganz langsam rangehen. Ah, da rechts ist er jetzt. Mal gucken, wo er jetzt als nächstes hingeht. Jetzt hält er an. Jetzt dreht er um zu mir. Cool. Sehe ihn nicht mehr. Kann ich hier hochklettern? Ich werde einfach kurz im Baum. Da unter mir ist er jetzt schon wieder. Ach so, der sieht mich natürlich direkt. Wenn ich hier drinne hänge, dann sieht er mich natürlich. Ja, das ist klar, dass er mich hier sieht. Er sieht bestimmt meine grauen Haare. Wenn ich jetzt einfach ein bisschen um den Baum rumgehe, sodass ich ihn selber nicht mehr sehe. Macht keinen Unterschied. Meine Butze ist am Anfang gefühlt, da so 2K Laufweg. Bist halt in einem gefährlicheren Gebiet. Aber das kann doch nicht die Rätselslösung sein. Also sorry. Das finde ich aber dann schon ein bisschen scheiße gemacht, bin ich ganz ehrlich. Na guck mal, er sieht mich jetzt halt die ganze Zeit, obwohl ich eigentlich hinterm Baum war. Ich habe auch keine Energie gleich mehr. Und wenn ich jetzt runtergehe, kommt der Angelrand bestimmt. Ja. Wie der mich anguckt. Alter, wie gruselig. Mit seinen Glotzaugen. Ja, der verfolgt mich jetzt halt die ganze Zeit. Stelle die Aggro dann wieder verliert, so weißt du? Wenn du halt auf den Baum klemmst. Jetzt fängt es auch noch an zu pinken. Ah, cool, meine Regensachen füllen sich. Ja, das ist doch wenigstens ein Vorteil.
Ja, bin ich wieder tot. Ich komme einfach nicht weg. Ich komme nicht weg. Erstmal komme ich nicht weg, weil ich Ewigkeiten meinen Tee auf der Tastatur suchen muss. Und ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. Oh, Alarm, meine Hütte brennt. Warum regnet es in meiner Hütte? Okay, war nur ein Bug. Ich wollte schon sagen. Das kann ja jetzt nicht sein. Was hast du diese bei mir am Strand gefunden? Die Saline? Die was? Tee suchen. Ja, na, ich muss halt immer. Ich spiele halt nicht oft mit Maus und Tastatur. Und ich muss jedes Mal gucken, wo Tee ist. Noch ein Monat und 4 Tage, dann werde ich 40. Ja, geil. Das ist doch sehr cool, Drachenjagd. Hast du schon eine Kleinigkeit geplant? Wirst du schon was Schönes machen? Ja, Leute, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll, dass ich da meinen Loot bekomme. Ich kann halt immer nur meinen Loot zurücksetzen. Weil, wie gesagt, selbst wenn ich da anfangen würde... Also ich muss wahrscheinlich gucken, dass ich den abpasse, wenn der nach hinten geht. Dass ich dann schnell rangehe. Niemand da zum Feiern? Ja, oder wir machen einen schönen Stream. Mit Geburtstagssong und so. Ich bin freitags online, ja. Dadurch, dass ich ja jetzt auch meine Uni, wie soll ich sagen, meine Uni verschoben habe, bin ich jetzt wahrscheinlich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag immer live. Und montags und freitags ab 12 und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ab 15 Uhr. Weil ich da vorher noch im Archiv arbeiten muss. Soll ich versuchen, das Vieh zu locken, dass du deinen Loot holen kannst? Das könntest du machen. Also du könntest aber dann nackig ausziehen am besten. Damit du halt nichts verlierst, falls du stirbst. Jetzt ist er hier vorne schon. Ja, okay, ich bin RIP. Ich bin jetzt schon hier vorne RIP. Ey, das ist unfassbar. Das... Aber jetzt habe ich ihn ein Stückchen weiter nach links gezogen. Wenn ich jetzt von rechts vielleicht komme, funktioniert das vielleicht besser, dass ich meine Sachen holen kann. Also der ist einfach OP. Sag ich, wie es ist, Leute. Es ist OP, dass die Sachen abcampen. Das finde ich schlimmer als in Ark. Viel, viel schlimmer. Aber wenn ich nichts verliere, kriege ich auch nicht so ein Todespaket angezeigt, ne? Weil nicht, dass meine Sachen jetzt weg sind. Das wäre ja zum Beispiel nochmal richtig fies, dass wenn du stirbst, dass deine Sachen dann komplett weg sind. Wenn du halt schnell hintereinander stirbst, wisst ihr, wie ich meine? Och, so ein blöder Hund jetzt schon wieder. Ach, guck mal, da sind neue Leute. Können wir gleich auch nochmal das machen, was wir eigentlich machen wollten. Ja, dann werde ich wahrscheinlich Ach, ich will aber ein Baumhaus bauen. Ich will aber ein Baumhaus bauen. Es ist halt kacke, dass es auch dunkel ist. Ich sehe dadurch halt gar nichts gerade. Zum Glück gibt es nicht noch Schlangen oder Spinnen, die dich beißen. Ey, stell mal vor, das würde es auch noch geben. Jetzt kommt so ein blödes Wildschwein.
Okay, hab's, Leute, hab's, Leute, hab's, Leute. Also es hat auf jeden Fall was gebracht, den ein bisschen wegzuziehen anscheinend. Paddy, ich hab's geschafft. I did it. I did it. Oh, alter Schwede. Das war eine Tortur gerade. Das hat mich 20 Kaugummis gekostet. Gott sei Dank hat irgendwie alles im Fleischertisch gelesen. Schlachtertisch. Warte, kann man einen Köder bauen? Gibt es einen Köder, den man sich bauen kann, damit man so eine Jaguare weglocken kann? Weil die gehen ja auch auf die gehen ja auch auf andere Sachen, ne? Oh fuck, der hat mich erwischt. Die gehen ja zum Beispiel auch auf andere Tiere. So, warum sagst du denn was mit Fleischertisch? Warte, da muss ich jetzt mal kurz reingucken. Fleischertisch? Du meinst den Schlachtertisch oder was? Nein, ich habe gesagt, es gibt zum Glück keine Schlangen und keine Spinnen. Es gibt Anacondas. Das ist das Schlimmste und das, wo ich vor am meisten in Ark Angst hatte. Dass irgendwo aus dem Wasser Schlangen rausspringen und mich ins Wasser ziehen oder sowas. Es gibt Anacondas im Dschungel? Wer hätte denn das gedacht? Ach du heilige Scheiße. Und ich renne die ganze Zeit hier rum, als ob nichts wäre und es gibt Anacondas? Ey, als ich damals die Demo gespielt habe, gab es keine bösen... Naja, okay, ich bin 2 Meter gelaufen, habe mir ein Haus gebaut und habe das da ausprobiert und habe nicht wirklich viel gesehen, weil man ja halt nur eine bestimmte Anzahl an Stunden spielen konnte. Es gibt Anacondas? Ich habe vielleicht ein bisschen Angst. Ach du Scheiße. Ich werde keinen weiteren Fuß in diesem Spiel setzen, ehe ich nicht eine fette Ausrüstung habe und absolut OP bin. Die Anacondas sind auch neu in der Demo. Die haben allgemein die ganzen wilden Tiere, glaube ich, hinzugefügt. Weil, wie gesagt, als ich das damals gespielt habe, hatten die keine wilden Tiere gehabt. Ich glaube, sie hatten die Tapire und das waren mit die... dich am meisten angegriffen haben, wenn du denen halt zu nahe gekommen bist. Der Hund kommt da angelatscht. Ein bisschen Angst und Schlangen können eben auch vergiften. Das macht Sinn, ja. Das macht tatsächlich Sinn. Kokos gab es letzte Demo auch schon. Ich habe die letzte Demo anscheinend nicht gespielt. Also ich habe nur eine Demo gespielt und das habe ich bei YouTube hochgeladen. Und da hatte ich zum... Also habe ich auch keine Krokodile gesehen. Aber ich bin auch damals nicht übelst krass weit rumgelaufen. Also es kann schon sein, dass es das dann gab und ich das halt einfach nur nicht entdeckt hatte. Alter Schwede, es gibt Anacondas?
Ich wollte gerade R drücken für Reload. Ich habe ja gar nicht eine Waffe, die schießt. Kann ja meine Seele nicht einfach reloaden. Ach, der war bestimmt in der Hütte drin, wa? Habe ich den Hund getötet? Ja, ich war. Eigentlich habe ich mir auch gedacht, dass da zwei sein müssen. Aber ich hatte nur den Hund gesehen und den anderen. Der Hund ist auf jeden Fall tot. Eine mittlere Mine haben wir entdeckt. Ja, aber wir haben das endlich freigeschalten, Leute. Und wir haben Salz bekommen. Cool. Jetzt können wir uns gleich mal die Karte angucken. Das, was wir aufgedeckt haben. Da entdeckt man aber Feuersteinstamm, Zinnerz. Wie viel hast du schon aufgedeckt, Grimmywolf? Bestimmt schon einiges, oder? Plünderer Anführer. Ja, ich glaube, ich sollte wirklich darauf gehen, dass ich mir jetzt mal Rüstung langsam crafte. Und ich glaube, ich ziehe mir auch Schuhe und Hose an. Ich glaube, das gibt uns halt mehr Buffs. Sollten wir vielleicht wirklich mal in Erwägung ziehen. Ich meine, sonst spielen wir ja immer ohne Hose. Drei weitere Gebiete sogar. Krass. Aber wie ist denn das jetzt wirklich? Kann man jetzt nur bis Level 30 spielen oder geht noch höher? Und dann frage ich mich halt wirklich, was sie dann machen, wenn man... Also wenn sie das dann veröffentlichen, weil dann musst du ja bestimmt alles nochmal spielen. Ich bin Level 40 und du kannst noch weiterspielen. Wie ich auch dachte. Und weiter geht's jetzt nicht, oder was? Dann steht auf einmal, du hast das Level erreicht, du kannst nicht weiterspielen. Ach, dann hast du einfach, dass du nicht Erfahrung mehr sammelst. Oder wie? Und dann kannst du wahrscheinlich... Das sind bestimmt auch nicht alle Bosse freigeschalten, könnte ich mir vorstellen. Weil, wenn ich mal überlege, dass jemand halt viel craftet und viel baut, der levelt ja auch halt relativ schnell. Und dann wäre das ja unfair, dem gegenüber, die dann halt viel erkunden, halt oft reinscheißen und sterben, wenn die dann halt nicht so schnell leveln, als jemand, der dann halt nur an einem Fleck ist und baut. Ja, Bosse sind bisher nur der erste, also der Säbelzahn, ne? Der Balken geht da einfach nicht mal weiter. Okay, aber das muss ich sagen, finde ich nicht schlimm. Weil dann kann man das ja trotzdem noch weiterspielen. Das ist halt ein bisschen anders, sonst wenn du halt die Demo spielst, da hast du ja dann wirklich nur dieses Gap gehabt, dass du Zeit X spielen kannst und danach war dann halt wirklich, dass du rausgeschmissen wurdest, ne? Da konntest du ja auch nicht weiterspielen, wenn du nur so und so viele Stunden gespielt hattest. Aber wenn das hier jetzt anders ist... Dann ist das natürlich cool. Oh Mann, Leute, ey. Ohne Scheiß. Heil der Witzka, sage ich nur dazu. Oha! Die ist reif! Thank you.
von meinem Mais hat einer geschafft. Ja, gut. Immerhin einer. Einer ist besser als keiner. Sag ich doch mal. Okay, und wir haben wieder Baumwollsaat gut bekommen. Dünger. Wie deckt man denn die Karte auf? Du hast hier, wo ich wohne, hast du hier oben so ein Barbarenlager und da stand irgendwas mit Speer. Ach, guck mal, wie das hier oben. Nordregenwaldspeer. Und da musst du hingehen und dann musst du die Speer fast kaputt hauen und dann musst du E drücken. Dann schüchterst du die ein und dann hat deine Maske das irgendwie gesehen, was die sehen oder so. Scout Camps, den Scout runterdamagen und dann E drücken. Genau, das, was ich eben auch gemacht habe. Zum Verhören sozusagen. Na, bei mir stand einschüchtern. Stand da irgendwie. Einschüchtern. Ey, das mit dem Anpflanzen, das macht ultra viel Spaß, Leute. Okay, dann brauche ich Dünger. Mann, ey, man lebt hier so gefährlich im Dschungel. Okay, ich brauche... Oder brauche ich jetzt wieder Wasser? Warum fehlt da Lehm? Weil das Schwein das angegriffen hat. Kompost. Ich habe doch hier Kompost. 9. Warum kann ich jetzt nicht mehr Kompost? Ah, jetzt geht's wieder. Oh, wartet mal, ich muss einmal kurz zur Tür. Bin gleich wieder da. So. Geht's weiter mit unserer... Ach, scheiße, jetzt stehe ich auf meinem Stuhl. Nein! Wartet mal. Oh, ist mir warm. Leute, ist heute eigentlich auch so warm bei euch? Ich glaube, man muss gar nicht jede einzelne Pflanze machen mit Dünger, oder? Oh, da habe ich eine gar nicht hingesetzt. Na egal, passt schon. Hatte es nicht geregnet? Es
sich wirklich. 12 Grad in Bonn. Na, ihr habt ja auch das Problem so ein bisschen gehabt, dass ihr gestern Unwetter zum größten Teil hattet, ne? Weiß einer, wo ich meinen Wassertank hatte? Gekochte Kartoffel, gerösteter Mais. Uiuiui, hört sich lecker an. Wasserschweinfutter kann ich herstellen. Lamafutter. Straußenfutter. Irgendwo habe ich meinen Wassertrog reingepackt und ich weiß nicht mehr wo. So. Kartoffel. Mais. Die Heuschrecke machen wir da mal noch hinzu. Kann man nicht allgemein sagen, sie soll halt kochen, ohne dass ich anklicken muss, was sie herstellen soll? Weil ich weiß ja jetzt nicht, wie viel gerösteten Mais und so ich herstellen kann. Gefrorene Kartoffel. Also ich kann 6 Kürbis herstellen. 6 Mais und 5 Kartoffeln. Dann mache ich das doch lieber selber dann, oder? Theoretisch. Ein bisschen weiter nach oben ziehen. Wir haben auf jeden Fall hier so ein exzellentes Kleidungsstück. Aber wir bräuchten mal langsam was aus Leder, glaube ich. Das würde tatsächlich mehr Sinn machen. Und ich habe jetzt zum Beispiel gar kein Lehm geholt. Das hatte ich jetzt tatsächlich vergessen. Baumwolle. Kann man mit der Baumwolle dann hier Garn herstellen? Ach, cool. Kann ich denn das jetzt hier wegmachen? So grober Baumwollstoff. Ich glaube, Garn ist besser, oder? Erstmal herzustellen. Machen wir mal 24 Stück kurz. Ey, wir spielen einfach schon 5 Stunden, Leute. Kommt mir gar nicht vor wie 5 Stunden. Aber wie gesagt, ich finde das Spiel ist einfach übelst komplex. Und gibt so viele Sachen, die man hier entdecken kann. Und dass du halt so viele verschiedene Bereiche hast, wo du dann einfach auch was herstellen kannst und so. Das guck dir alleine mal hier. Hammertuch, verfeinerte Bandage und was es alles nicht gibt. Aloe Vera Essenz. Und müssen wir auch noch machen, so einen Tisch, wo man Sachen im Hinblick auf so Öle und sowas alles herstellen kann. Aber das habe ich, glaube ich, noch nicht gelernt. Vielleicht ist es auch besser, wenn wir mal die höher entwickelte Bank und sowas alles bauen.
Vielleicht kriegen wir da dann mehr Ressourcen raus. Aus den anderen Sachen. Ich glaube, das Leuchtfeuer, das werde ich mir erstmal irgendwo hinlegen, weil ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, dass wir uns ein Baumhaus bauen, Leute. Vielleicht, wenn ich stark genug bin gegen den Jaguar. Vielleicht dann. Ich gebe da noch nicht auf. So. Die Zähne, das Blut. Sind alles Steine, die kommen in eine andere Kiste. Hier haben wir noch ein bisschen Häute gesammelt. Oh Gott, es gibt einfach Anacondas, Alter. Ich habe richtig Angst jetzt davor, weil die mir das gesagt haben. Das wird bestimmt ganz schlimm werden. Hühnerfutter. Heuschrecken und Giftkäfer. Ey, ganz ehrlich, soll ich das mal herstellen? Obwohl, das verdirbt nicht. Ich mach mal ein Hühnerfutter und guck mal, ob das verdirbt. Ach, so schlimm sind die schon nicht. Sind die schlimmer als die Troodons in Ark? Ich finde nämlich, die schlimmsten Tiere sind die Troodons in Ark. Ah, nee, das verdirbt nicht. Okay, cool, dann mache ich hier Hühnerfutter. Weil wenn die dich so betäuben und du siehst dann nichts und du kannst dich nicht wehren, das finde ich ist das Schlimmste, was es gibt. Halt bräuchte ich hierfür, dann könnte ich mir so ein anderes Salz herstellen. Nee, so sind die nicht. Okay. Ja, das stimmt mich ein bisschen glücklicher. So, aber wenn ich hier koche, hole ich mir nochmal schnell was zu trinken. Muffige Luft hier drin, ey. Puh. Riecht hier ein bisschen mufflig und warm. Boah, ich glaub's ja nicht. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Was ist los, Grimmiwolf? Bist du abgespawnt, gekämmt? Ich hab sie endlich. Die Treehouse Foundation? Warte, es gibt eine richtige Baumhaus-Foundation? Das auf großen Bäumen platziert. Ich hätte mir das halt alleine gebaut. Wo ist denn die? Fortgeschrittenes Gebäude. Oha, dann hast du schon Bewusstseinsstärke 30? Ja, dann brauche ich mir noch kein Baumhaus bauen, Leute. Und Hallöchen Radler, Andi, Dankeschön für die Community-Punkte. Vielen lieben Dank. Oh, oh, oh. Naja, okay, Leute. Das Ziel Baumhaus. Könnten wir also irgendwann früher oder später noch angehen. Mann, ich muss diese Kaugummis wegpacken. Lecker.
Dann würde ich sagen, bauen wir als nächstes mal den. Die Reparaturbank vielleicht wäre doch mal eine Idee. Und den Maskentisch. Und das Trockengestell. Dafür brauche ich Holzplatten. Das ist kein Problem, das haben wir. Und den Ofen müssten wir auch bauen. Dafür brauchen wir aber Lehm. Und da müssen wir erstmal nochmal Lehm holen. Isst du die? Ja, ist ganz schlimm. Ich habe von Gerti Berli Kaugummis bekommen. 200 Stück. Ich werde die in einem Klumpen auskacken. Ohne Scheiß. Ich habe schon im Laufe des Streams jetzt so viele gegessen. Es ist unfassbar. Ich habe da so eine Sucht. Ich kann die nicht länger als 2 Sekunden in meinem Mund behalten. Da muss ich die runterschlucken. Ich weiß, das sind Kaugummis und die werden ganz schlimm im Körper und dann, keine Ahnung, pupst man die aus oder so. Aber die schmecken so lecker und ich kann die nicht so lange in meinem Mund behalten. Ich weiß auch nicht, warum. Kaugummi oder kaum Bonbons? Kaugummis. Please say nothing. Kann ich eigentlich eine Kartoffel anpflanzen? Aber was brauche ich für eine Kartoffel? Was brauche ich für eine Kartoffel? Für eine Kartoffel? Anhalten. Kartoffel. Ups, sollte die Kartoffel natürlich auch mitnehmen. Kartoschki. Mal gucken, ob die, was die braucht für ein. Kann mir mal jetzt jemand sagen? Da ist mein Wasserkrug. Temperatur ist etwas hoch. Langsamer Wachstum. Kartoffel braucht nichts. Man sollte es nicht übertreiben. Wie nothing. Warum schreibt ihr alle nothing? Was nothing? Nothing else matters. La 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 la. Du 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 du. Forever trust in who we are. And nothing else matters. Bam, 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 la 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 la. Fünf Lederseile. Oh, ich hab nicht mehr so viele Lederseile. Mann, ich weiß nicht, ob ich das alles verbraten soll oder nur die Hälfte. Ein bisschen Leder, ein bisschen Freude. Ist so
gesagt? Please say nothing. Ach so, da habt ihr nothing. Pudding! Oh, Taktik, was gibt's für einen leckeren Pudding? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal hier war. Da, Degarden, hallöchen. Aber ich glaube, da habe ich ein anderes Gesicht gesehen. Dann bist du aber schon 2 Jahre nicht hier gewesen. Haha, dann warst du aber schon 2 Jahre lang nicht hier. Das ist ja witzig. Guten Morgen. Hallo, hallo. Streamer nehme ich tatsächlich seit 2 Jahren mit diesem Gesichtsfilter. Ja, es ist krass, ich weiß. 2 Jahre ist es schon her, dass ich mich dazu entschieden habe, den Filter dauerhaft zu benutzen. Ist krass, wie schnell die Zeit vorbeigeht, oder? Es ist unfassbar krass. Der Wahnsinn. So, Lederseile craften wir noch ein bisschen. Statt Nothing gibt es Pudding. Ich muss sagen, den liebsten Pudding, den ich esse, das ist Monte. Ohne da jetzt Werbung zu machen für, aber ich mag dieses Joghurt-Vanille-artige mit Schoko gemixt. Oder halt so ein richtig schöner Schokopudding mit Sahne oben drauf. Finde ich auch extremst lecker. Das sind so die, die ich extremst gerne esse. Ein Kaffeefilter wollte Evi nicht. Big Smile wird sich hier wieder gewünscht. Das ist ziemlich krass. Zu der Zeit habe ich noch in Kassel gelebt und jetzt lebe ich in Norddeutschland. Und wie gefällt es dir in Norddeutschland? Ich habe gehört, dass das Wetter immer ein bisschen frischer. Aber apropos Norddeutschland, ich möchte in diesem Sommer unbedingt gerne mal mit der Bahn hochfahren. Richtung Arlberg und so. Ich würde gerne mal echt an die Ostsee. Wernemünde und sowas alles. Ostsee, Nord, so, ich bin mir noch nicht so sicher. Aber man kann ja mit dem Deutschland-Ticket kann man ja komplett hochfahren. Mit den Öffentlichen. Da will ich wirklich mal einen Tag. Ich meine, man könnte auch mit dem Fahrrad fahren, ne? Könnte man auch machen. Aber da muss ich mich ja anstrengen. Die Norddeutschen grillen härter? Was? Okay, krass. Hä, warum grillen die härter? Guten Abend, Hallöchen, Christian. Christian war richtig, oder? Schön, dass du auch wieder da bist. Hallo, hallo. Ja, Leute, ich habe neue Streamzeiten. Ich habe jetzt eine Zeit lang immer freitags, samstags, sonntags, montags gestreamt. Habe mich relativ, naja, nicht unwohl damit gefühlt, aber ich habe mich so versucht, immer um 10 aus dem Bett zu quälen. Und das hat mal besser, mal schlechter geklappt. Ich habe ziemlich dolle Kopfschmerzen in letzter Zeit immer gehabt. Und seitdem ich jetzt im Archiv arbeite oder halt für diesen Auftrag da bin, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, habe ich überlegt, okay, ich möchte dann nach dem Archiv gerne auch ein bisschen streamen. Und ich habe jetzt einfach das wieder ein bisschen umgebaut, sodass ich sage, okay, ich mache mich frei von den Wochenendstreams, die mir aber sehr viel Spaß gemacht haben, wenn sie stattgefunden haben, weil wir einfach unfassbar viel Zeit zusammen genießen konnten. Dadurch, dass ich halt um 10 angefangen habe, konnten wir bis abends um 19 Uhr streamen. Das war einfach unfassbar schön. Aber ich habe so gemerkt, diese Nachmittagszeiten, die gefallen mir doch ein bisschen besser. Und ja, darum findet ihr mich jetzt in erster Linie immer montags bis freitags ab 12 oder 15 Uhr. Alle Infos sind aber unten nochmal in der Infopanel. Da werde ich auch für jede Woche im Voraus immer einen Streamplan erstellen. Also immer sonntags gibt es hier einen neuen Streamplan. Die allgemeinen Streamzeiten sind aber montags bis freitags jetzt wieder. Und wir werden am Wochenende Special-Streamchens machen. Wie zum Beispiel könnt ihr gerade Kanalpunkte sammeln für einen kleinen Gitarrenstream. Oder falls wir mal wieder die 69 Subs voll haben, dass wir mal wieder am Rad drehen, dann findet sowas auch am Samstag statt. Weil ich fand das zum Beispiel immer schade, wenn ich dann gesagt habe, ja okay, wir machen jetzt einen Kochstream oder den Musikstream, dann ist das halt immer weggefallen von den Tagen, wo ich halt allgemein gestreamt habe. Und es war halt nicht sowas extra für euch, wisst ihr? Und das wollte ich wieder anders machen. Da habe ich jetzt überlegt, nee, das mit den Zeiten, das hat mir irgendwie nicht so gefallen. Hallöchen auch Nora, schön, dass du da bist. Endlich die Erlösung. Yes, ein sehr gutes Gedächtnis hast du. Christian war richtig. Nee, warte mal. Ich werde mir das diesmal reinschreiben, weil ich mir nicht sicher war. Ich kann ja bei Twitch das einstellen, dass ich Namen auch ändern kann. Deutschland, Regio fahren ist echt gechillt. Keine Zugbindung. Kannst umsteigen, wie du willst. Je nach Verspätung an- und Anschluss suchen. Ist richtig praktisch. Ja,
finde ich nämlich auch Radler an, die muss ich sagen. Also Deutschland-Ticket finde ich tatsächlich auch ziemlich geil, weil du halt einfach auch nicht diesen Stress hast, dass du bestimmte Anbindungen einhalten musst. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du nimmst eine Strecke nach Hamburg und buchst die und da sind Verspätungen und du musst eigentlich in den Zug jetzt einsteigen und was weiß ich, das hast du mit dem Deutschland-Ticket nicht. Du kannst ganz entspannt einfach fahren und das finde ich auch ziemlich nice, muss ich sagen. Darum mein Plan wirklich für dieses Jahr, ich möchte einfach gerne mal mit dem Ticket nach oben fahren. Ich war auch schon lange nicht mehr an der Ostsee und ich will da einfach mal wieder hinfahren, gucken, wie das da so ist. Und vor allen Dingen will ich dann halt auch nicht selber mit dem Auto fahren. Und vor allen Dingen, wenn ich halt keinen Stress habe, dann ist das ja auch völlig entspannt. Dann muss ich ja auch mich auf nichts einstellen und so. Kann dann halt einfach hochfahren und fertig ist. Und Nora, vielen, vielen Dank für die Community-Punkte, Leute. Ihr könnt maximal 2000 Punkte pro Stream reinpacken in die Challenge. Ne, das war mal eine Werbung in Norddeutschland, wo ein Typ im Meerwasser mit Grillstand und Regenhut und Badehose. Oh, ich glaube, das sagt mir sogar noch was. Und im Hintergrund ein Gewitter war Werbung von irgendeinem Einzelhandelsladen. Ey, ich habe letztens auch eine richtig komische Werbung gehabt. Das war von Hornbach, glaube ich, oder Toben, irgend so ein Baumarkt. Vibration is the key. Da ist einfach der Schauspieler aus einem Kokon von einer Raupe rausgeschlüpft. Und dann hieß es irgendwie, die Gartenarbeit beginnt. Und ich war nur so, what the fuck, wer hat sich denn das ausgedacht? Das fand ich irgendwie mega weird und mega strange. Aber okay, kann man ja mal machen. Das ist ein Trockengestell für Essen, ne? Würde ich das hier hinstellen? So an den Kochtopf mit dran? So mitten im Zimmer ist auch Schmutz, ne? Aber direkt neben den Betten ist auch Kacke. Vielleicht stelle ich das dann hier hin. Ui, ein Trockengestell. Premium, ich hab Dönerfleisch gelesen. Premium Dönerfleisch. Okay, da bräuchten wir 4 Rohsalz. Ich habe derzeit 2 Rohsalz gefunden. Getrockneter Tabak. Und da mache ich eine gefrorene Kartoffel? Okay, das ist ja mega strange. Kann ich zu der eigentlich sagen, dass die Lehm suchen soll? Arbeit. Sammeln in der Wildnis. Das ist ein Lagerunterhalt. Ach, die unterhält ja nur das Lager hier, oder was? Die füllt dann wahrscheinlich immer Ressourcen auf. Sprich, wenn ich mich auslocke, könnte ich sagen, ey, yo, du musst hier immer das Lager auffüllen. Damit es halt nicht auf Null geht wahrscheinlich, ne? Ah, ne, ich habe das gar nicht gedrückt. Warte mal, da muss ich noch mal kurz gucken. Oder tanzt die? LP, Pro-Hilfe für automatische Gebäudereparatur. Ja, die wartet halt echt nur am Leuchtfeuer. Aber das ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir nicht da sind. Fehlendes Material. Lehm. Okay. Sammeln in der Wildnis. Ernten. Aber was erntet die denn? Mal gucken, was sie sammelt. Ach, die erntet dann Stroh und so. Okay, soll sie tun. Und Dankeschön fürs Wasser trinken. Prost, ihr Lieben. Thank you.